Bist du ein Erdenengel? Kann das sein vielleicht? Welche Anzeichen gibt es und woran erkennt man Erdenengel? Ja, und wo sind denn unsere großen, starken Erdenengel? Das ist die Frage, die ich euch gerne beantworten möchte. Die Anzeichen, die man beachten kann, wie man erkennt, dass man ein Erdenengel ist oder jemand anders ein Erdenengel ist. Ein sehr wichtiges Thema, denn die Erdenengel haben ja eine Aufgabe. Und um das alles geht es heute. Ich freue mich schon sehr auf dich. Die Erdenengel. Ein Begriff, der sehr bekannt ist, aber ich denke, man soll den auch mal ein bisschen beleuchten. Ich habe auch extra hier so schöne Engelflügel im Hintergrund mir mal ausgesucht für euch, sodass wir leichter in diese Stimmung reinkommen. Ja, was sind denn Erdenengel? So wie ich es verstehe, sind das höher schwingende Wesen, welche auf der Erde inkarniert sind, um den Menschen und der Erde zu helfen. Eine besonders wichtige Aufgabe, gerade jetzt in diesem Zeitalter, in der aktuellen Zeit, ist es besonders wichtig. Und gerade jetzt sollten wir den Erdenengeln auch besonders danken, dass sie da sind. Denn die Erdenengel haben es tatsächlich nicht so leicht. Sie sind mit dieser großen Aufgabe umzugehen und die auch zu erfüllen. Weil wenn sie jetzt hier auf der Erde inkarniert sind, bekommen sie ja die Dualität genauso stark zu spüren wie wir auch. Und das ist eben da der Punkt, warum die Erdenengel es manchmal gar nicht so einfach haben. Jetzt gehe ich mal in die Punkte, woran man vielleicht für sich selbst erkennen kann oder bei einem anderen Menschen erkennen kann, ob er ein Erdenengel ist. Also was ganz klar ist, was ganz wichtig ist, wäre, dass du sowieso eine starke Verbindung zu den Engeln hast. Also einen ganz großen Kontakt zu den Engeln und ständig mit den Engeln verbunden bist. Das ist das erste Merkmal, was sehr wichtig ist, denn Engel unter Engeln, die haben natürlich Kontakt und sind auch sehr eng verbunden. Dann könnte man sagen, vielleicht auch das Aussehen, das ist zwar jetzt nicht unbedingt wichtig, dass das immer zutrifft, aber man macht das fest an großen, starken Menschen mit heller Haut, mit hellen Haaren, mit hellen Augen, mit eindringlichen Augen. Das könnten Merkmale sein, muss nicht unbedingt alles zutreffen, aber das wäre auch so ein äußeres Merkmal zumindest, woran man erkennt oder wo man denken könnte, oha, vielleicht ist das ja ein Erdenengel. Und achtet einfach mal darauf. Es ist sehr interessant, denke ich, wenn man so sein Umfeld mit diesen Augen mal betrachtet und ergründet, wo sind denn jetzt die Erdenengel? Erdenengel haben auch sehr ausgeprägte Fähigkeiten, das ist ja klar, weil sie ja extra inkarniert sind. Also die sind jetzt nicht in diesem Lebenszyklus, den wir so haben, dass wir ständig wieder neu inkarnieren und unsere Seele Lernaufgaben hat, sondern sie sind jetzt speziell für die eine Aufgabe auf die Erde gekommen und um eben die Erde zu retten, die Erde wieder zur Liebe hinzuzuführen und auch die Menschen zu begleiten, damit sie den Weg zur Liebe finden, den Weg zu Gott finden. Auch die Erdenengel sind Diener Gottes, so wie alle Engel. Das ist wichtig zu wissen. Und die Engel, die wir so kennen, jetzt ausgenommen von den Erdenengeln, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Engel, die Boten Gottes, die Diener Gottes sind und
also praktisch dadurch, dass sie Gott dienen, keinen freien Willen haben, sondern tatsächlich all das ausführen, was Gott für uns möchte, das Gute ausführen. Und die Erdenengel haben eben auch diese Aufgabe. Die sind hier auf der Erde, um Gott zu dienen und den Menschen und der Erde zu dienen. Eine sehr wertvolle Aufgabe. Und ich danke jetzt einfach mal so allen Erdenengeln, die jetzt vielleicht gerade zuhören, für diese wundervolle Aufgabe, dass sie das übernommen haben, weil es ist ja nicht einfach. Und die Erdenengel erkennen auch sehr gut das Negative, weil sie ja eine Strahlkraft haben. Die haben eine enorme Strahlkraft des Lichtes und der Liebe. Und somit wird in das Dunkel Licht hineingebracht. Das ist eine sehr große Aufgabe, einfach den Menschen auch beim Aufstieg zu helfen, sich wieder Gott zuzuwenden und die göttliche Ordnung auf die Erde zu bringen. Wenn du jetzt so für dich das Gefühl hast, anders zu sein als die anderen Menschen, oder wenn du sehr hochsensibel, sehr feinfühlig bist, dann sind es Anzeichen, dass du vielleicht auch ein Erdenengel bist. Also diese hohe Sensibilität, dieses tiefere Fühlen, was dich unterscheidet von anderen Menschen, ist ein Anzeichen dafür, dass man ein Erdengel ist. Ich weiß, dass viele von euch sehr hochsensibel sind und ja, prüft einfach mal so das, was ich jetzt so alles euch erzähle, ob das vielleicht auf den einen oder anderen zutrifft, und schreibt mir hier unten rein in die Bemerkungen, welche Anzeichen ihr gefunden habt oder wie ihr das so selbst für euch fühlt. Und ich bin schon so gespannt, ob ihr euch darin wiederfindet. Wichtig ist, dass die Erdenengel, dass man erkennt sie daran, dass sie auch diese enorme, starke Ausstrahlung von Licht und Liebe haben. Also du spürst, wenn ein Erdenengel den Raum betritt, ganz viel Liebe. Du bist da richtig drinnen eingehüllt und spürst auch Gottes Nähe. Erdenengel sind einfach anders als Menschen. Und sie tragen das göttliche Bewusstsein, weil sie ja Gott dienen. Aber sie tragen dieses intensive göttliche Bewusstsein, mit welchem sie dich und deine Seele berühren werden, mit welchen sie dich auch zu Gott führen. Das ist ja ein Teil der Aufgabe unserer lieben Erdenengel. Und sie haben auch alle, wie soll ich das jetzt ausdrücken, geistigen Gaben, also hell hören, hell sehen, hell fühlen. All diese Gaben sind besonders stark ausgeprägt und diese brauchen sie auch, um eben auf der Erde überhaupt wirken zu können. Also es ist ganz klar, ein Erdenengel hat alle geistigen Fähigkeiten komplett ausgebildet, denn sonst könnte er ja gar nicht hier auf der Erde seinen Dienst tun. Also auch daran erkennt man einen Erdenengel. Und ein Erdenengel ist auch komplett in seiner Kraft. Er ist in seiner Kraft, er kennt seine Aufgabe und erfüllt diese in seinen Taten, in dem, was er tut und sagt und was er gibt. Er dient praktisch für das Große und Ganze. Und er hat auch dieses Gefühl oder diese Begabung, anderen Menschen helfen zu wollen und helfen zu können. Das ist ein Teil seiner Aufgabe, und diese Aufgabe erfüllt ein Erdenengel mit seiner ganzen Kraft und Liebe. Er macht dies aber auch bedingungslos. Es ist jetzt nicht so, dass er hilft, um etwas zu bekommen, sondern er macht das ohne selbst einen Vorteil davon zu haben. Also die Energien sind ausgeglichen und es steht alles der Dienst im Großen und Ganzen und ist von Gott geführt.
Was auch noch wichtig ist, ein Erdenengel hat eine sehr starke Intuition. Ja, er handelt also nicht unbedingt aus dem Verstand heraus, sondern aus dem Herzen, aus seiner Intuition heraus, und er weiß immer, was richtig ist. Also ein Erdenengel macht auch gar keine Fehler, sondern er ist ja göttlich geführt und hier auf der Erde, um eben die göttliche Ordnung wiederzubringen und um uns zu beschützen. Das sind so wundervolle, schöne Dinge, was die Erdenengel hier bei uns tun. Und sie sind unter uns. Sie sind unter uns und sie kennen sich auch alle untereinander. Sie sind verbunden, telepathisch verbunden und informieren sich auch untereinander, wenn es Punkte gibt, wo sie besonders stark eingreifen müssen, wenn es Situationen gibt, wo sie zusammen mit ihrer großen, geballten Kraft wieder Ordnung bringen, deswegen haben sie diese telepathische Verbindung und informieren sich also gegenseitig über die Lage auf der Erde, über die Lage der Menschen und unterstützen dadurch das Vorankommen für die große Aufgabe, den Aufstieg. Jetzt hast du sicher die ganze Zeit so für dich überlegt, was trifft auf mich zu? Wo habe ich die gleichen Fähigkeiten? Weil es gibt nämlich auch noch so ein Zwischending zwischen Lichtarbeiter und Erdenengel. Denn es gibt Lichtarbeiter, welche vorbereitet werden, in diesem Leben als Erdenengel wiederzukommen. Und da schauert es mich jetzt gerade kolossal. Das ist also ganz wichtig, dass ich euch das sage. Wer sich als Lichtarbeiter, als Krieger des Lichtes fühlt und auch danach handelt und so lebt, also aktiv lebt, da könnte es sein, dass du vorbereitet wirst auf die ganz große Aufgabe, wiederzukommen und als Erdenengel mit den Erdenengeln zusammen auf der Erde zu dienen. Und das ist so eine wunderschöne Sache. Und ich glaube, einige von euch fühlen das. Das heißt also, wenn du wirklich in dieser Achtsamkeit bist und dein Geist, dein ganzes Wesen auch tatsächlich zu der Liebe Gottes ausgerichtet ist, zu dem Guten und die Strahlkraft dich begleitet, dann kann es sein, dass du tatsächlich vorbereitet wirst, um dann als Erdenengel in der nächsten Inkarnation zu dienen. Und das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Das ist eine ganz wundervolle Aufgabe, die ja, denke ich mal, also ich kann mir vorstellen, dass das jeder gerne tun würde und die auch eine ganz hohe Stellung hat. Es ist so ein schönes Thema mit den Erdenengeln, weil ja da gleich so viel Liebe fließt, und diese Liebe fließt jetzt auch in diesem Video. Es ist einfach herrlich, wirklich herrlich, mit euch darüber zu sprechen. Und jetzt habe ich natürlich auch eine Meditation für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich euch auch einfach mal spüren lassen, wie es ist, wenn dich ein Erdenengel berührt. Denn es ist so etwas Schönes, so etwas Wundervolles, und das bekam ich heute früh, als ich Yoga gemacht habe, habe ich das so intensiv gefühlt, dieser Wunsch der geistigen Welt, dass ich euch fühlen lassen soll, wie es ist, wenn ein Erdenengel dich umarmt. Also freut euch darauf, auf die Meditation, auf die geführte Meditation durch die geistige Welt mit wundervollen, liebevollen Energien und der Strahlkraft der Liebe. Es geht jetzt auch gleich los.
So, da bin ich wieder. Und ich sprühe mich jetzt mal mit Smarana ein. Einfach um die Nähe Gottes zu fühlen, um die Verbindung intensiv zu spüren und dir auch ein bisschen von der Energie weiterzugeben. Ich bitte um Schutz für uns alle, um Schutz für jeden Einzelnen und um Schutz für mich und meinen Kanal. Ich bitte darum, dass nur die höchsten göttlichen, reinsten Energien der Liebe durch mich fließen und dein Herz berühren. So schließe nun deine Augen und spüre deinen Körper. Spüre, wie dein Herz schlägt, wie dein Atem wie von ganz allein ein- und ausfließt. Und dann lege den Fokus darauf, das Licht der Liebe einzuatmen und dehne dich mit diesem Licht aus, so weit, wie es dir möglich ist. Erkenne, dass es keine Grenzen gibt und dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist. Ich rufe nun für dich einen Erdenengel. Ich rufe für dich einen Erdenengel, welcher in deiner Nähe ist. Vielleicht erkennst du ein helles, leuchtendes Licht. Vielleicht erkennst du die Strahlkraft der Liebe, welche sich jetzt vor dir manifestiert. Die Liebe der Erdenengel, die Liebe der Erdenengel fließt nun zu dir. Derjenige Erdenengel, welcher jetzt vor dir steht, er schaut dir in deine Augen. Und in diesem Blick spürst du die bedingungslose, vollkommene Liebe eines Engels. Nehme von dieser Liebe so viel auf, wie es dir möglich ist. Denn nun legt dir dieser Engel seine Hand auf dein Herz. Er berührt dich voller Achtsamkeit. Und wenn du möchtest, dann öffnest du jetzt dein Herz, um noch mehr von dieser großen Liebe zu empfangen. Erlaube dir, dich fallen zu lassen und diese Liebe zu fühlen. Erlaube
Erlaube dir auch, die Nähe Gottes zu fühlen. Denn dein Erdenengel berührt dich, wenn du es erlaubst, ganz tief in deinem Herzen. Er berührt dich da, wo deine Seele wohnt. Und vielleicht spürst du nun, wie sich dein Herz noch mehr öffnet. Und vielleicht fühlst du auch, wie dich in diesem Moment die Liebe trägt, die Liebe, welche immer ist. Und so streichelt dich der Erdenengel am Rücken. Er streichelt dich genau da, wo vielleicht deine Flügel wachsen werden. Dies ist ein Bild, was dir sagen soll, wenn du dazugehörst, dann wirst du vorbereitet, ein Erdenengel zu sein. Du spürst dich selbst und je nachdem, welche Bilder jetzt in deinem Geist entstehen, weißt du ganz genau, was zukünftig deine Aufgabe sein wird. Es ist die riesengroße Liebe, welche dich jetzt umarmt. Welche deiner Aura den sanften Schein von weißem Licht verleiht. Es ist ein sanfter Schimmer von weißem Licht, glänzend und fein. Es ist ein Hauch von dem Engelstaub, von dem weißen Engelstaub der Erdenengel, welcher nun auf dich herabfällt, welcher dich sanft in deiner Aura berührt. Dieser Engelstaub bringt deine Seele dazu, zu vibrieren vor Freude. Und die Schauer der Energie fließen durch deinen Körper. All dies sind Zeichen dafür, dass der weiße, helle Engelstaub dich berührt. Lass es geschehen, denn dies ist eine wundervolle Verbindung zu allen Erdenengeln. Und dieser Staub, er möchte dir sagen, du bist geliebt, du bist beschützt,
Die Erdenengel sind bei dir. In diesem Moment breitet sich eine riesengroße Freude in dir aus. Es ist die Freude der Achtsamkeit und Dankbarkeit. Und so schenke dir ein inneres Lächeln. Dieses innere Lächeln mobilisiert eine riesengroße Kraft in dir, die Kraft der Liebe. Und so durchläuft dich nochmal ein Schauer, welcher dir sagt, du bist geliebt und du bist richtig und gut. Und so ziehen sich die Erdenengel wieder zurück, lächelnd, voller Freude und Dankbarkeit. Und du selbst, du kommst in deiner persönlichen Geschwindigkeit wieder langsam in dein Hier und Jetzt zurück. Smarana. Das war ein kleiner Auszug in die Erdenengelwelt. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich bin ganz sicher, es hat euch gefallen, denn ich weiß, wie schön es für mich war. Und ich danke so sehr dafür, dass diese Energie heute fließen durfte. Und so sage ich einfach, Smarana zu dir. Habe eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns wieder. Tschüss. Ein Küsschen. Und ich hab euch alle so lieb.